Sector is clear. Give us everything we got! All wings! Und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2, wo wir immer noch auf Käferjagd sind. Nice! Aber spuck doch mal wen anders an, Mann. Reicht mir jetzt. So, ja, fürs Erste. Das Observatorium des Imperators. Was auch hinter den Türen ist, die Käfer mögen es nicht. Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt? Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den Fall... Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt. Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Glenn. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Springen Sie nach Vardos. Vardos, imperiale Festung. Sternzerstörer. Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe Sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an!
Fahren Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Husk auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Protektorat Lab im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Commander? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entbehrlich. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Oder alle abmurksen, laut dem Typen da oben mit seinem verfluchten Schiff. What the fuck? Ich komme mir gerade vor wie in dem Dingster-Spiel. Homefront. Das ist auch so ähnlich. Kann ich so ein AT-AT haben, bitte? Bitte mach auf. Ich glaube, ich habe mich soeben für die falsche Seite entschieden. Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Husk. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asche beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Bitte fahren Sie fort. Sie klingen wie mein... Oder aber um Zeit. Sie? Ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, zurück! Nein, er gehört zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los! Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, was soll das? Nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los. Nein. Komm, warten Sie. Ich bin Ihr Commander. Waffe runter. Aiden, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen. Allein. Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Derbe
bitte tu das nicht. Tu's das nicht. Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das denn? In dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich habe meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Glepp. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Oh, das wird nicht gut für mich. Das ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn sie uns sehen, gibt's Ärger. Neue Befehle. Bereich sicher. Wenn ihr die Deserteure seht, sofort Feuer. Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Feuer frei! Aua. Nichts daran hat mir gefallen. Aber es war notwendig. Sie hätten uns getötet, da. Schon okay, Commander. Gehen wir. Los jetzt, in den Durchgang. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flucht. Das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Da töten wir die jeden einzelnen Truppler. Ich hab das gehasst, ich wollte das nicht. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Au, 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 au. Schießen auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Auf mein Zeichen. Das war dann wohl das Zeichen, oder? Echt nicht? Schade. Du siehst aber ziemlich tot aus. Halt, halt. Vorbei. Verdammter Mist. Ja, das ist schon dezent heftig. Okay, jetzt reicht's mir.
Da ist der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Oh ja, jetzt wird's witzig. Jetzt wird's witzig. Sag mal. Ich kann wirklich nicht fassen, wie weit es der Admiral treibt. Er befolgt seine Befehle. Seine Befehle sind Müll. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vardos wegbringen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet, dann überlegen wir uns einen Plan. Es macht sogar richtig Spaß, aber irgendwie habe ich schon gewusst, dass ich höchstwahrscheinlich die Leute verraten werde. What the heck? Langsam. Das ist die Corvus, oder? Na, das sollte ich von mir aus nicht aufschließen. Corvus, wir sind fast da. Schnell, Commander. Der Sturm ist... Oh nein. Aiden, über uns! Wir
Das war's mit dem Riesending. Schade. Corvus, Rampe runter und alle an Bord holen. Ja, Commander. Aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Unsere Besatzung wird angegriffen. Stellung halten. Wir sind dabei, Commander. am Boden zu halten. Ich muss nur in die Korps. Dann fliege ich uns heraus. What the fuck? Ich hol euch gleich, ihr Schlümpfe. Imperiale Abschaum. Ja, wie hält man so ein Ding bitte auf? Und ihr werdet alle mit dem Planeten draufgehen. Na, herzlichen Glückwunsch. Während wir uns aus dem Staub machen. Agent Haas berichtet. Mission erfolgreich. Terrain. Wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen beschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aiden Versio von der imperialen Corvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns.
Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Falle und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Was war das? Erzählen Sie mal. Schwift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben rennen. Ist ja auch ein bisschen so. Wir haben uns gerade mit dem, glaube ich, schlimmsten Feind angelegt. Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür 2 Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorne. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Könnte ich vielleicht neue Klamotten bekommen? Aber die sind schon recht auffällig. Wir wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt auch niemand. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Wir können nicht mal X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Na boah, die Heimatwelt des Imperators. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Lando, dein Timing ist erstklassig. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, ziehe ich Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter den Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Hey, Vorsicht! Ich seh's! Da ist ein Geschütz auf ein paar von den Satelliten. Das Ding ist verdammt zäh, möchte ich mal dazu erübrigen, ne? Warte mal. Nein, 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 diesmal. Ich wollte gerade sagen, diesmal sterbe ich nicht. Zieh halt noch. Alter, manchmal. Ohne Mist.